Am 5. November 2016 wird der 332. Zedlermarkt vor dem Rathaus durch den Bürgermeister der Gemeinde Zedel eröffnet. Mehr als 120 Ehrengäste und viele Marktbesucher lassen es sich nicht wieder nehmen, bei dieser tollen Eröffnung dabei zu sein. Aus einer Vielzahl von Bewerbungen aus ganz Deutschland werden 7 Großfahrgeschäfte, 5 Kinderfahrgeschäfte, ein Laufgeschäft, viele Festzelte, Bewirtungsgeschäfte und sonstige Vergnügungs- und Verkaufsbuden zugelassen. Olaf Oetken und Bernd Fahrenhorst gingen jetzt schon durch die Gemeinde und am Marktham entlang, um den Platz für die Fahrgeschäfte und Zelte zu definieren. Ja, der Zedlermarkt ist ja eigentlich eine Veranstaltung, wo jährlich viel geplant werden muss. Und wir haben bis Ende Januar den Bewerbungsschluss für die Fahrgeschäfte, bis Ende April für die sonstigen Geschäfte. Und wir sind eigentlich mittendrin, zu 80% schon fertig, kann man sagen. Und die Zusagen sind alle raus, sind auch bestätigt von den Schaustellern bei uns eingegangen. Und wir hoffen natürlich wieder auf eine tolle Veranstaltung, auch wenn man jetzt bei dem Wetter kaum über den Zedlermarkt denken kann. Aber es geht bald wieder los, ne? Also wir haben einige Attraktionen, nicht nur eine, sind einige sehr gute Kracher dabei. 2 Fragezeichen haben wir noch, wo wir hoffen, dass auch noch 2 zusätzliche Geschäfte da kommen, die wir noch nicht hatten. Aber das stellt sich jetzt in den nächsten 2 Wochen noch raus. Aber Attraktionen haben wir genug. Zum einen jetzt kommt hier auf der Seite hinter mir der Pirate Adventures, ein Geschäft der Firma Schneider. Ist ein sehr tolles Geschäft, eine sehr attraktive man kann sagen, ein Laufgeschäft, wo man durchläuft und viele Überraschungen erlebt. Die Firma Schneider ist auch eine renommierte Schaustellerfamilie, die in ganz Deutschland aktiv ist. Und wir freuen uns, diese Familie auch hier mal wieder in Zedel zu haben. War vor Jahren schon mal da, ist sehr gut angekommen und wir hoffen, dass das auch 2016 so sein wird. Ja, wir haben demnächst unseren Marktausschuss. Da wird mein Kollege Herr Fahrenhorst, unser Ausschussvorsitzender, noch was zu sagen. Dann wird die endgültige Planung vorgestellt. Aber ansonsten, wir müssen natürlich jetzt mit dem Bauhof, mit der Polizei, mit dem Security-Dienst, mit den sonstigen öffentlichen Stellen, Rote Kreuz, die Feinabstimmung machen. Das heißt, wo stehen denn wir die Helfer, wo wird die Ausfahrt gehalten, wo stehen die Toilettenwagen. Es gibt immer Dinge, die zu klären sind. Das geht das ganze Jahr über, aber jetzt so langsam kommt man in die Phase, wo es ernst wird, wo man Nägel mit Köpfen machen muss. Nach einer ausgiebigen Begehung am Marktham mit einem kurzen Abstecher an den Hankenhof wurde von beiden Herren der Aufstellplan der Schausteller besprochen und Änderungen vorgenommen. Gut, wir haben von der politischen Seite am 27. September noch einmal eine Marktausschusssitzung, die letzte in dieser Legislaturperiode. Dort wird noch mal eine Feinabstimmung durchgezogen. Herr Oetken hatte eben ja schon gesagt, dass die Grobplanung steht. Wir unterhalten uns hier noch mal über Positionierung einiger Geschäfte. Man hat ja auch immer noch wieder mit Absagen zu tun, das muss dann kompensiert werden. Gleichzeitig besprechen wir auch die Sicherheitslage mit der Polizei, mit dem Roten Kreuz, dass wir hier immer auf der richtigen Seite und auf der sicheren Seite sind, dass wir keine Überraschungen im Punkto Sicherheit vor uns haben. Nun, wir bemühen uns jedes Jahr wiederum ein Highlight für den Zedler Markt zu bekommen, um auch die Attraktivität zu erhalten. In diesem Jahr haben wir wieder ein renommiertes Unternehmen bekommen, die Firma Zinnecker. Die wird mit dem King bei uns auftreten. Das ist eine Überschlagschaukel. Das dürfte der Aufhänger sein. Es wird allerdings von Jahr zu Jahr schwieriger, attraktive Geschäfte zu bekommen, weil die 4 Tage, die sie hier an der Aufbauzeit haben, eigentlich zu gering ist, um auf ihre Kosten zu kommen. Und darum sind wir froh, dass gerade diese Firma Zinnecker uns jedes oder alle 2 Jahre zumindest immer mit solchen Attraktivitäten unterstützt. Freuen Sie sich jetzt schon auf den Zedlermarkt 2016.